Hallo und herzlich willkommen zur 26. Folge Democracy for Beta, Deutschland auf schwer. Dieses Video stammt auch aus dem Twitch-Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. Gambling hat negative Auswirkungen auf Arbeitslosigkeit. Also einen positiven. Wenn wir... Ja, Mensch... Wir könnten Glücksspiel sehr hoch setzen. Die Religiösen haben was dagegen. Liberale finden es gut. Unser Bruttoinlandsprodukt steigt einfach mal um 3,5, 3,4, 3,3%. Und Arbeitslosigkeit geht krass runter. Ich wollte nur sagen, dass wir eine Sucht fördern, wenn wir das jetzt ohne Restriktion machen. Aber dann haben wir ein Problem, an dem wir wieder arbeiten können mit anderen Mitteln. Abgesehen davon haben wir gutes Community. Haben wir gutes Community Policing und sehr viele soziale Sicherungssysteme, die sich immer noch damit befassen. Das heißt, selbst wenn wir eine Spielsuchtepidemie damit auslösen, kümmern wir uns darum, wenn wir sie haben. Also ich finde gerade den Bonus auf das Bruttoinlandsprodukt und den Impact auf die Arbeitslosigkeit sehr verlockend. Kann ich total nachvollziehen. Und ich muss auch dazu sagen, ich verstehe nicht so richtig, warum der Bereich Kriminalität hier gar nicht mit auftaucht. Ich glaube, hier gibt es organisiertes Verbrechen, aber das wird uns gerade nicht angezeigt, weil wir kein organisiertes Verbrechensproblem haben, würde ich schätzen. Komm dann los, dann lass uns spielen. Okay, dann haben wir noch 5, das nehmen wir mit in die nächste Runde. Wir haben interessante Entscheidungen gerade getroffen. Hm? Jetzt werden wir gewarnt. Und heute wäre Lindbaum, Elahack echt stolz auf uns, weil wir Dinge tun, die wir sonst nicht tun. Genau. Und zack, habe ich das Glücksspiel hochgesetzt und sofort haben wir organisiertes Verbrechen. Die uns auch wieder kostet. Also es kostet uns wieder was. Ja. Und wir haben Diesel-Emission-Scandal. Hey. Viele traditionsreiche und prestigeträchtige Autounternehmen haben einfach mal gelogen über die Emissionen ihrer Dieselfahrzeuge. Entweder spielen wir die Wichtigkeit dieser Fälle runter oder... Wir sperren den CEO ein, wenn es möglich ist. Naja, hat er eine Straftat begangen oder nicht? Können wir dieser Person eine Straftat nachweisen? Und wenn bei beidem Ja kommt, dann logischerweise in Prison. Ja, würde ich auch sagen. Also hat eine Straftat also begangen. Rechtsstaatlicher Prozess und so und... gleiche Rechte für alle. Ja, Business Confidence. Ja, so ist es halt. Unsere internationalen Beziehungen gehen hoch. Ja. So, Unemployment steigt wieder ein kleines Stück. Oh. Und unser Defizit ist gestiegen. Aber unser GDP, na, ganz kleines Stück nach unten. Wir haben so viel politisches Kapital und ich wüsste nicht wo. Geht mir ganz genauso. Geht mir tatsächlich so. Wir könnten. Was können wir noch machen? Immer noch irgendwie so ein bisschen Zukunftstechnologie, die wir fördern können? Oder. Na, wir können Technologie fördern. Wir haben jetzt. Wir werden jetzt gleich das Problem des organisierten Verbrechens haben. Polizei schon Routine oder den Geheimdienst, dann haben wir auch wieder was gegen die Arbeitslosigkeit getan. Entschuldigung. Ja, wir können einfach mal hier ein paar hundert Millionen reintun. Dann haben wir außerdem gleich wieder was für die private Weltraumindustrie. Genau.
Ja, und Polizei könnten wir hochsetzen. Ja. So? Ja. Und das Zeugenschutzprogramm ist bereits volle Lotte hoch. Aber wir haben ja noch keine organisiertes Verbrechen. Das kommt erst nächste Runde. Da wollte ich nicht drauf. Hier. Intelligence Service auch nicht. Bewaffnete Polizei war das, ne? Armed Police. Mhm. Ja, müssen wir gleich gucken, wenn wir das Problem der organisierten Kriminalität bekommen, was wir definitiv bekommen werden. Wir halten uns... Haben wir noch irgendwas an Handlungsoptionen bei den neuen Gesetzesvorschlägen oder sind wir da momentan erstmal durch? Könnten bei Transport nochmal gucken. Könnten Sachen verstaatlichen, aber nicht so wirklich. Hm. Ja, wir könnten auch Mautstraßen einführen. Wenig. Bringt ja gar nichts. Kein. Also ja, was es bringt, ist, es tut was gegen die Verkehrsverstopfung. Es geht, die Car-Usage geht runter. Ja, aber da weiß ich nicht, ob uns das so viel bringt. Nicht das so sehr. Ich bin am Überlegen, ob wir so Sachen wie diese Bus-Subsidies oder die Bicycle-Subsidies abschaffen können. Ich gucke ja gerade Wiretapping. Auch nicht so das, was ich mir... Right to Privacy könnten wir uns nochmal angucken. Ja. Wirkt sich halt negativ auf unser Bruttoinlandsprodukt aus. Ist jetzt die Frage, wo wir da gerade so unsere Prioritäten setzen. Ich finde, man sollte es einführen auf einem niedrigen Niveau, aber wenigstens, dass es ein bisschen Right to Privacy gibt. Das können wir dann immer noch hochsetzen. Ja, das kostet auch nicht viel. Korrekt. Und der GDP-Impact ist jetzt nicht... Na okay, 2, ich würde mal sagen, wir gucken mal, dass wir auf 2... Zwei. 2% GDP. Los. Vielleicht wirkt sich das ja auch positiv auf unsere eigene Technologieindustrie aus. Ja. Weil das auch ein Wettbewerbsvorteil sein kann. Genau. Dann würde ich gerne die Bus- und die Bicycle-Subsidies anschauen. Die Bicycle-Subsidies... weg und die Bus-Subsidies. Ja. Abgeschafft. Yay. Nächste Runde. Oh. Eine Errungenschaft freigeschaltet. Organisiertes Verbrechen. Sinkt aber schon ab, dank der Änderungen, die wir hier haben. Und wir haben wieder Neuigkeiten. Es ist Wilhelm mit seinen klassischen Autos, der ein Problem hat mit unseren Emissionslimits. Und wir haben ein Dilemma. Trade Agreement. Eine Gruppe von westlichen Ländern hat eine Initiative aufgesetzt für ein neues Handelsabkommen mit Regulationszöllen Quoten und anderen Handelsrestriktionen. Es hilft dabei, dass Schwellenländer nach vorne kommen oder aufholen und dass die weltweite Handels- und Wirtschaftsdominanz erhalten bleibt. Wenn wir es unterzeichnen, dann sorgt das dafür, dass keine neuen Player in den Markt kommen und ansonsten verweigern wir uns, dieses Abkommen zu unterschreiben.
Tja. Ich bin dafür, dass wir mit unseren Freunden zusammen voranmarschieren. Also sign agreement. Also es ist nicht gut für unsere Wirtschaft, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das ja trotzdem ein Freihandelsabkommen ist, von dem wir durchaus noch profitieren können. Ja, würde ich auch sagen, wir haben ein Problem, also unterschreiben wir es, Kapitalisten. Oh, Foreign Relations geht runter. Huh. Das ist irgendwie genau das Gegenteil von dem, was ich dachte, das passiert. Ja, bei mir auch. Ein neues Achievement, United Nations. These days it's hard to hear yourself think over... Man kann sich kaum selbst verstehen, so laut wird einem auf die Schulter geknopft und es wird applaudiert von irgendwelchen Diplomaten. Unser Land ist das Zentrum und das Herzstück von internationalen Vereinbarungen und hat einen internationalen Ruf wie kein anderes. Tja. Mensch. Wir hochverschuldet sind, bestimmt. Hochverschuldet, GDP bleibt weiter gleich, unsere Schulden steigen, unser Credit und die Weltwirtschaft stagniert, ob sie jetzt gleich wieder hochgeht? Uiuiui. Das wäre so schön. Ja, wir könnten die Früchte ernten von der Politik, die wir hier durchgehalten haben. Das war wirklich ein hartes Stück Arbeit. Hier, Weltwirtschaft geht runter, Bruttoinlandsprodukt bleibt gleich. Das müsste hochgehen. Also, uiuiuiui. Jetzt würde ich sagen, ja, wir haben 42, noch. Wir können noch mal gucken nach Zeug. Bei Transport. Achso, Law and Order, könnten wir mal gucken, wie es denn aussieht mit Sachen gegen organisierte Kriminalität. Wiretapping wäre eine Sache. Wir könnten Geschwindigkeitskontrollen einführen, die sind sehr teuer, wir sind immer noch in Deutschland. Und wir halten es werden. Ja, genau, Einkommen. Dann machen wir es doch mal. Das kostet sehr teuer. Das kostet sehr teuer. Ist sehr teuer, was politisches Kapital angeht. Also, zack, rein da. Und. Ja, das würde ich direkt mal. 300 Millionen. So hoch ist der Impact. Guck mal, meine Eltern finden es super, es ist gut für die Gesundheit. Ja, eingeführt. Im Chat wird es gerade, wie sieht es denn mit einer Border Wall aus? Wir haben super viel, wir hätten noch viel mehr Möglichkeiten hier, unsere Einwanderung, die sehr, sehr hoch ist, auf andere Weise zu begrenzen. Wir brauchen noch nicht mal zwangsläufig eine Border Wall, aber die gibt es tatsächlich auch, Border Wall. Würde 40 politischen Einfluss kosten, wäre arschteuer und würde das natürlich alles nach unten bringen. Aber diesen Hebel haben wir bisher noch nicht angefasst und ich glaube, das wird jetzt auch nicht so passieren. Wir hätten noch ganz andere Methoden, das zu begrenzen, nur so nebenbei. Okay, jetzt haben wir Speeding-Cameras eingesetzt und gucken mal, was die nächste Runde bringt. Ob die Weltwirtschaft sich erholt. Hey! Ein positives Ereignis. 22%. International Trade 22%. Also, ja, jetzt Political Relationship upgraded. Warum nicht Credit Rating upgraded? Das wäre doch mal was. Business Confidence geht hoch, plus 16%. Das ist großartig. Kommt noch. Ich sag dir, unsere Kreditrahmen kommt noch. Ja, es kommt noch. Nicht aufgeben. So, einer unserer Parteispender, Dagobert Simon, besteht darauf, dass wir sofort eine spezifische Politik einführen, nämlich die Schwurgerichte oder ja, Schwurgericht ist das, oder? Auf Deutsch übersetzt. Weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, Geschworenengerichte. Geschworenengericht, also, ja genau. Dass man so eine Geschworenenkammer hat, die sich zusammensetzen aus Teilen der Bevölkerung. Ja, gucken wir uns das nochmal an. Ich finde es total gut. Ja, kostet auch nicht viel. Liberalität wird hoch und Korruption geht runter. Kann man doch mal direkt machen. Implement policy as requested. Okay. Und die würde ich sogar... Na so, ne? Ja.
Zack, machen wir doch gerne. Lieber Geldgeber. Unser Defizit ist weiter gestiegen. Die Weltwirtschaft geht nochmal einen Schritt runter, aber unser Bruttoinlandsprodukt bleibt gleich. Um Gottes Willen. So, wir haben noch 17. Unser Kabinett sieht auch ziemlich grün aus. Das ist abgefahren. Nur hier haben wir eine gelbe. Ja, aber die kriegen wir auch noch wieder. Unkompetitiv. Und die war auch schon immer gelb. Ja, genau. So, 17, was können wir noch machen bei 17? Achso, genau, wir haben ja wieder ein Problem. Wir könnten... Wir könnten bei der legalisierten Sexarbeit einfach noch mehr Freiheiten zugestehen, was einen Impact auf das organisierte Verbrechen hat. Und einen leichten Push aufs GDP gibt, ohne dass es uns was kostet. Nur weil es jetzt kurz nach Mitternacht ist, möchte ich da jetzt kein längeres Gespräch drüber führen. Können wir machen. Okay. Jetzt haben wir auch nur noch 3. Ja, wir haben uns so ein bisschen intern gesetzt, so, Mitternacht, sollten wir mal darüber nachdenken, wie machen wir weiter. Aber es ist so, es ist nicht alles aussichtslos. Also tatsächlich... Ich hätte das nicht gedacht. Wir sind mitten in einer... keine staatlichen Prostituierten, lieber Chat, sondern Legalisierung von Sexarbeit. Das ist was wirklich anderes. Wir sind auf einem Weg. Ich meine, unsere Schulden steigen weiter. Wir halten trotz einer weltweiten Wirtschaftskrise unser Bruttoinlandsprodukt hoch. Wenn die Weltwirtschaft wieder hochgeht, was demnächst passieren wird, dann könnten wir das tatsächlich schaffen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir hier in irgendeiner Form Land sehen, aber tatsächlich ist es so, wir haben jetzt an so vielen Schrauben auf interessante Art und Weise gedreht, ist nichts schlimmer geworden, außer dass wir ein bisschen organisierte Kriminalität haben, aber das kriegen wir auch wieder in den Griff. Ich bin schwer beeindruckt, Romy. Ich bin auch total fasziniert und ich freue mich, jede Runde aufs Neue zu sehen, dass wir dort bleiben. Und dass es nicht schlimmer wird, ist total großartig. Wir machen weiter. Deutschland auf Schwer hat uns noch nicht unser Durchhaltevermögen geraubt. Aber ich glaube, für heute machen wir Schluss. Ich hätte noch durchgezogen. Ich hätte gesagt, noch komm, lass uns 10 Minuten Pause machen und dann noch mal eine halbe Stunde. Echt? Ja, dann. Dann, Romy, du kannst noch. Also ich bin halt jetzt auch so ein bisschen, ich will jetzt wissen, wie es ausgeht. Ich weiß nicht, ob ich eine Woche warten kann. Okay, dann machen wir das jetzt. Also, Schlückchen Wasser. Okay, willst du noch fünf Minuten Pause und wir machen weiter? Okay, so, nächste Runde. Wahlperioden haben wir denn eigentlich noch? Oh, das ist eine gute Frage. Erstmal Dilemma, darum müssen wir uns kümmern. Support Democracy Protesters, also Demokratieproteste. Straßenproteste finden statt in einem fremden Land, das historisch mit uns verbunden ist. Wir profitieren sehr vom Handel mit diesem Land, aber die Regierung dieses Landes ist autokratisch und wir erfahren Druck, wenn wir öffentlichen Support für diese Straßenproteste bekunden. Wir können also entweder die Straßenproteste unterstützen oder keinen Kommentar abgeben. Ich bin für die Unterstützung der Protestierenden. Ja, bin ich auch. Foreign Relations gehen runter und International Trade auch. Anders gedacht. Tja, Unemployment? Ganz klein bisschen runter. Defizit ist weiter gestiegen, Weltwirtschaft ist weiter am Absacken und unser Bruttoinlandsprodukt ist sogar ein klein wenig gestiegen. Abgefahren. Wie sieht's mit der organisierten Kriminalität aus? Die sinkt, aber nur langsam.
Ja, wir müssen durchhalten und ich hätte jetzt gesagt, wir tun was gegen die organisierte Kriminalität und ich sehe hier die Ausweise. Ja. Aber das ist nicht wirklich viel Impact. Wir könnten... Wir wollten doch schon längst Cannabis legalisieren. Ich hab gedacht, das haben wir... Achso, wir haben ein Alterslimit für Cannabis und dann haben wir Cannabis ohne Alterslimit, oder wie? Das verwirrt mich auch. Aber... Also wo sollten sie es sonst kaufen? Also ich bin verwirrt. Ich würde es einführen, weil wir bekommen mehr Einnahmen über die relativ hohen Steuern, was Drogen angeht. Ja, und wir tun, ey. Ich finde es übrigens auch ganz schön, dass augenscheinlich sich Jugendliche darüber freuen. Und wir haben so viele Dinge gemacht, die sie nicht so gut finden. Ja. Ja. Komm, los. Wir nehmen damit Geld ein. Genau. Und tun was dagegen. Tja, hat unsere Antikorruptions... Die haben keinen Einfluss auf das organisierte Verbrechen. Das hätte mich jetzt auch ein bisschen gewundert, muss ich ganz ehrlich sagen. Tja, haben wir noch einen Hebel, der sich hier... Das Witness Protection Program... Schon. Ist schon am Anschlag. Ja, klar. Also, das ist auch so eine Debatte, die sich in Deutschland eigentlich nicht stellt. Ja, da würde ich doch mal sagen, da Maximum, da können wir auch mal politisches Kapital rausgehen. Unsere Demokratie wird damit gestärkt. Ja, und da sind wir bei 7 und das würde ich schon wieder in die nächste Runde. Ich hoffe jetzt einfach, dass die Weltwirtschaft sich erholt und wir die Früchte ernten. Ja, ich auch. So, wir haben wieder Nachrichten. Ich kann der Regierung nicht genug danken. Sie haben wortwörtlich das Leben meines Mannes gerettet. Und hier freut sich jemand über unsere Politik, was Organspenden angeht. Das ist doch mal was Positives. Das freut mich sehr. Und wir haben wieder ein Dilemma. Das kennen wir auch schon. Es geht um das, wann... Nee, Public Land Law... viel unseres Landes ist immer noch privat, gehört privaten Menschen mit Zugang zu diesem Land, also wobei der Zugang zu diesem privat genutzten Land beschränkt ist. Es gibt eine Kampagne, die dazu führt, dass Landbesitzer es ermöglichen, dass Wanderer und so weiter und so fort tatsächlich Zugang bekommen, um unsere Natur zu bewundern. Entweder können wir das Gesetz blockieren oder wir können es unterstützen, besonders bei nicht privatem, nicht genutzten Land, dass da niemand in irgendeiner Form mal wenigstens drüber gehen darf. Und die Schönheit unserer Natur bewundern kann. Ich wäre jetzt auch für Support the Law. Ich sehe keinen... Also die Farmer werden es doof finden, aber wir haben sehr viel für die Farmer getan. Das einerseits und auf der anderen Seite steht auch oben in dem Bereich ja schon drin, dass es trotzdem noch bestimmte Beschränkungen gibt. Also es ist ja trotzdem nicht so, dass dann jeder irgendwie auf das Land von jemandem spazieren kann. Ja. Und aus dem Grund bin ich auch für Support the Law. Sehr schön. Equality is Socialist. Ja, Farmers find's nicht so toll, aber mein Gott. So, unser Defizit ist weiter angestiegen. Die Weltwirtschaft sinkt nicht weiter und unser Bruttoinlandsprodukt steigt. Gottes Willen. Steigt. So, ich würde jetzt nochmal bei Law and Order reingehen und gucken. Tja.
Ja, nee, also da sind so viele Sachen dabei, da sträubt sich mein freiheitliches Herz dagegen. Also Secret Courts oder so. Ja, ich hätte jetzt gesagt, Polizeidrohnen, weil es tut was gegen das organisierte Verbrechen. Ich möchte nämlich nicht das Gambling anfassen, weil es gerade so viele Vorteile bringt. Und hier würden wir jetzt wieder Geld ausgeben, aber okay, die Liberalität sinkt, aber es ist auch direkt ein Hebel gegen das organisierte Verbrechen. Und da wir eine gute Polizei haben, die sehr viele Checks and Balances hat und wir eine Antikorruptionsagentur haben und ein Right to Privacy, würde ich hier trotzdem immer noch nicht, wenn wir nicht das Problem der organisierten Kriminalität hätten, da hätte ich trotzdem gesagt, warum brauchen wir Police-Drohnen, aber an dieser Stelle erwäge ich es gerade. Was sagst du? Ich nicht. Aber das liegt irgendwie daran, dass mir diese Vorstellung, dass vom Prinzip eine Drohne über mich drüber fliegen kann oder irgendwie sie, also der Staat wäre ja vom Prinzip dann überall. Und wir haben keinerlei Möglichkeit, irgendwie das großartig zu beeinflussen. Das kostet relativ viel Geld und ja, ich glaube, dass wir die Kriminalität auch mit anderen Sachen runterkriegen könnten. Ich weiß nicht, ob wir mit einem Drug-Treatment-Scheme was anstellen können oder keine Ahnung, was gab es denn da noch? Oh, und wir können das einführen und es hat so gut wie keine Kosten, weil wir wahrscheinlich kaum Abhängige haben. Also können wir es etablieren und es gibt einen Health-Boost. Das wäre ziemlich praktisch, weil das wiederum unsere Gesundheitskosten senkt. Ja, machen wir Drug-Treatment-Scheme. Finde ich gut. Und da würde ich auch, weil es uns nichts kostet, einfach voll reingehen. Yeah. Was haben wir noch? Welfare. Transport war eigentlich nicht mehr. Hier haben wir auch nicht wirklich groß was. Das Einzige, was ich mir noch. Ja, aber das. Ich meine, wir haben es schon besprochen, das ist nicht gut, so eine Regulation, aber es gibt auch jetzt gerade ein. Es greift nicht wirklich unsere Probleme an, die wir haben. Hier, und, aber das ist super teuer. Ja, ich würde noch mal ganz kurz zum Richtung Chat gucken. Man hat, da gibt es gerade die Anmerkung, organisiertes Verbrechen. Es wäre ja cool, weil es hilft ja gegen das organisierte Verbrechen. Das Ding ist, in so einem, gerade in einer Demokratie muss man immer genau aufpassen, wo schränkt man die Freiheitsrechte ein, um dadurch etwas gegen die Kriminalität zu tun. Also das ist immer so ein bisschen Balanceakt, den man sehr gut begründen muss. Und aus dem Grunde gehen wir zum Beispiel eher auf Prävention. Also wir versuchen, die Grundlage für organisierte Kriminalität so ein Stück weit zu verhindern, damit wir dann nicht in die Freiheitsrechte Einzelner eingreifen müssen, um dann so ein größeres Problem zu lösen. Ja. Kannst du noch mal bitte in diese Übersicht zurückgehen, weil ich gerade gesehen habe, dass es dort auch die Möglichkeit gibt, Game Hunting zu verbieten. Und das gefällt mir ziemlich gut. Die Jagd für sportliche Aktivitäten. Ja, das finde ich auch sehr gut. Kostet kaum was. Finde ich super. Ich finde es sehr bezeichnend, dass dort der Elefant abgebildet ist, aber. Ja. Weil wir in anderen Ländern können wir es jetzt nicht beeinflussen, aber dennoch muss das nicht. Ja, so. Ja. So. Ja, was können wir noch machen für 16? Für 16. Können wir nochmal ganz kurz. Es tut mir jetzt leid, ich weiß, wir kommen gerade nicht vorwärts, aber ich muss nochmal auf den Chat reagieren. An der Stelle haben wir über Polizeidrohnen geredet. Wir benutzen das Militär nicht in unserem eigenen Land. Deswegen ist es auch so ein Stück weit mühsam, darüber nachzudenken, welche Drohne jetzt da abgebildet ist und ob die Militärgerät ist oder nicht. Wir setzen Militärgeräte in unserem Land ein. Genau. Und das Militär nicht. Ja. Was haben wir hier oben? Das ist, Family Planning.
Ja, ich dachte gerade, das wäre noch eine... Tja, welche... Ja, Intelligence Service haben wir bereits hochgesetzt. Wir können, also das ist auch ein Trend, der weiter runtergeht. Wir könnten auch noch mal hier gucken, ob wir noch einen Schnupp. Ich frage mich halt, ob der Boost fürs Bruttoinlandsprodukt so groß ist, dass sich die die Ausgaben in den Bereichen lohnen beim Gambling. Ja, ich weiß, was du meinst. Wo sind wir? Wo ist... Also, das heißt ja nicht, Gambling. Es komplett sein zu lassen, aber das so ein bisschen zu beschränken. Also, wenn ich den jetzt einfach mal so ein Stück runternehme, dann gibt das dem organisierten Verbrechen einfach mal minus 13, okay. Ja. Also gerade in diesem oberen Bereich ist es macht es viel aus. Wenn ich jetzt hier einfach nur 4 politisches Kapital einsetze, geht der schon um 5% organisiertes Verbrechen runter und unser GDP steigt immer noch. Würdest du noch ein Stück weiter runtersetzen? Ein kleines Stück noch. So, dann sind wir bei fast 10% auf organisiertes Verbrechen und unser GDP steigt trotzdem noch. So, okay? Nicht gut. Und okay. Es gab auch gerade die Anmerkung, dass wir 50 Milliarden mehr Schulden haben als noch vorhin, also am Anfang des Spiels. Das stimmt total. Das Ding bei einer Volkswirtschaft ist aber, dass die nicht unabhängig ist von der Weltwirtschaft. Also das ist kein System, das man irgendwie abgrenzen kann. Das heißt, das sieht man hier ganz schön, wenn es der Weltwirtschaft schlecht geht, geht es der eigenen Wirtschaft auch schlecht. Die Kunst, die wir jetzt gerade, und ich kann jetzt, wird langsam als Kunst bezeichnen, was wir in den letzten Runden gemacht haben. Die Kunst war es, die ganze Zeit unser Bruttoinlandsprodukt stabil zu halten und sogar noch ein Stück zu fördern, obwohl die Weltwirtschaft so krass abgesackt ist. Wir haben das auf Kosten unserer Schulden gemacht, das ist klar. Wir haben aber eine Wette darauf abgeschlossen, dass die Weltwirtschaft irgendwann wieder anziehen wird. Und wenn ich das gerade richtig sehe, werden wir gleich die Früchte ernten. Und genau. Ich freue mich da schon so ein bisschen drauf. Dann nehmen wir die 8 jetzt mit rüber und gucken, was die Weltwirtschaft macht. Ja. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like da und wenn ihr einen Kommentar reinschreibt, bemühen Romy und ich uns darum, beim nächsten Stream diese Kommentare einfließen zu lassen. Ansonsten würden wir uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr dienstags mal bei twitch.tv/anderelampe vorbeischaut. Da machen wir jeden Dienstag, wie der Name schon sagt, Dienstagspolitik. Einen schönen Tag.